Hallihallo, du lieber Fisch, und herzlich willkommen hier bei mir. Ich schaue jetzt mit dir das Juni-Reading an, auch jetzt in dieser schönen Neumond-Energie, die noch so mit begleitet. Also wunder, wunder, wunderbar. Was wir hier sehen, ist schon einmal sehr, sehr spannend. Es wollten nicht so viele Karten raushupfen, aber dafür sehr aussagekräftige Karten. Und zwar geht es wirklich darum, entscheide dich. Wir schauen uns mit dem Rat der Hohepriesterin, was so bei dir los ist. Ja, und ich kann dir jetzt schon sagen, übergreifend gesehen, es geht darum, wirklich dich in der Tiefe quasi zu erfahren, deine Leidenschaft, deine Sinne aufzuwecken und wirklich bedingungslos einmal dir gegenüber zu sein und zu sagen, was will ich, wer bin ich wirklich, was will ich echt, ja? Und diese Zurückhaltung, wo du das noch nicht lebst, egal ob das in der Arbeit ist, im Business ist, in der Familie ist, im Freundeskreis ist, mit dem Partner ist, ja, ohne Partner ist, in was auch immer, ja, für dich alleine, egal, es ist völlig egal. An der Stelle geht es darum, wo hältst du dich noch zurück, wo glaubst du vielleicht nicht an dein Glück, aber ich habe jetzt nicht so die dramatischen Überzeugungen hin drinnen, sondern dieses, wir kommen ja oft mit Ausreden daher, ja, naja, jetzt noch nicht, weil dann, ja, also anstatt, dass wir daran glauben, dass wenn wir jetzt einfach für uns gehen würden, wenn wir das jetzt einfach machen würden, wenn wir einfach diese, ich sage jetzt einmal böse Bequemlichkeit hinter uns lassen und wirklich da aus dieser Komfortzone rausgehen. Ich will zum Beispiel fünfmal, also nicht ich jetzt, aber jetzt das Beispiel, fünfmal im Jahr Urlaub machen und irgendwo hinfahren, ja? Und dann fängt aber das System an, ja, das muss man machen, da muss man sparen, das geht nicht, da ist der Urlaub nicht, dort funktioniert das nicht, da funktioniert das nicht. So funktionieren wir halt nicht, ja, so werden wir dann halt in dieser Situation bleiben und werden uns halt schönreden und zufrieden sein mit dem, wo wir sind, aber unser System innerlich halt nicht, und das gilt jetzt einfach zu überprüfen, ja, weil wenn das dieser Seelenwunsch ist, wenn du das Gefühl hast, boah, ich brauche das, damit ich richtig in Bewegung bin, damit ich mich wirklich leben kann, damit, das ist so irgendwie mein Lebenssinn, ja, dann wäre deine Aufgabe jetzt zu schauen, wie kann ich mir das ermöglichen. Das habe ich zum Beispiel schon gemacht im Laufe meines Lebens, habe ich schon mein Ziel vorne gehabt, ich werde selbstständig sein, das wusste ich, und wie ich noch angestellt war, habe ich ganz viele Kurse, Weiterbildungen, Ausbildungen, alles Mögliche gemacht, schon immer mit dem Ziel, dorthin zu kommen, und wenn das Geld nicht gereicht hat, habe ich entweder Gehaltsverhandlungen gemacht oder habe nebenbei gearbeitet oder habe schon dann eben später Selbstständigkeit aufgebaut und dann auch schon Kunden gehabt und, aber immer so mit diesem, wo will ich wirklich hin, und dort sich davon ziehen lassen, ja. Wir sehen, ein Zyklus bei dir wird beendet und du hast hier eine loyale Unterstützung auch von Haustierchen, ja, von Haustierchen oder von Krafttieren, die jetzt einfach mit dir sind, wo du dich wieder verbinden darfst, mehr mit der Natur, mehr mit deinem Sein, mehr in die Ruhe hinein, damit du auch hörst, um was es da geht in deinen Tiefen drinnen. Ja, ja, wir haben hier das. Ich habe das Gefühl, deine Seele weiß sehr genau, und ich glaube, du hast das auch. Na, das müsste dir jetzt im Prinzip bewusst sein, alles schon, ja, oder sehr bewusst sein. Ich glaube, vielleicht schiebst du es manchmal so weg, aber das heißt ja nicht, dass es uns nicht bewusst ist. Das heißt nur, wir wollen es jetzt gerade nicht sehen, nicht hören oder was auch immer. Und dadurch entsteht aber so ein ich würde jetzt nicht sagen Unbeweglichkeit, weil wir bewegen uns ja auch immer, ja. Aber dieses Wishing Boot ist, ja, ich habe das Gefühl, es hat keinen Rückenwind, und der Rückenwind kommt durch deine Beweglichkeit quasi, dass du auch einfach mal deine Wünsche hinausstreust ins Universum. Ja, so kommt mir das da jetzt. Und das ist so ein bisschen die Prüfung, auch was deinen Willen betrifft, ja. Erzählst du dir selber Geschichten oder willst du da wirklich etwas haben, ja? Weil ganz echt, ja, wir haben halt eine Dualität, und es geht wirklich darum, wo legst du deinen Fokus hin, ja? Willst du das oder willst du das? Wenn du sagst, diese Dinge möchtest du haben, dann triff die Entscheidung und geh auch dorthin, weil dann wirst du sie dir auch ermöglichen. Das ist so einfach dieses, die Information da drin. Was kommt hier hinzu? Und das ist total schön, weil da kommt die Flamme der Begierde. Lass sie in deinen hellen Lichter strahlen und meide dunkle Wege, ja? Meide es, dass du in Unklarheiten versinkst, dass du glaubst, es geht was nicht, dass du dich unglücklich fühlst, schwer fühlst, ja, was auch immer.
dass du da zu viel in die Schwere hineingehst. Ja? Hol dir dein Feuer heraus, spür wieder, was das Leben, wie es sich entschleunigt, nimm dir Auszeiten, nimm dir Pausen für dich, mach aber in diesen Auszeiten etwas, was sinnhaft, was deine Sinne wieder ansprichst, wo du dich erfreust, weil das ist einfach der Aufbruch drin, das geht dann fast wie von alleine. Dein Glück ist nicht belastet, ja? Sondern du darfst dich geführt in dein Glück fühlen, ja? Indem du Entscheidungen triffst, das haben wir hier ganz klar liegen, und diesen Weg für dich einnimmst. Das ist jetzt quasi diese Selbstmeisterschaft, die drinnen liegt, und dir einfach manche Geschichten oder Ausreden nicht mehr glaubst. Da ist keine tiefe Überzeugung drin, sondern das ist wie ein Kokon, den man sich manchmal noch überstülpt, aber fast absichtlich. Man wäre schon geschlüpft, ja, aber zieht das immer noch so ein bisschen drüber. Da kann man jetzt diskutieren und tiefer gehen, ist es dann so, ist es nicht, es fühlt sich so an. Ja? Das heißt, es ist eine Leichtigkeit drinnen, das hinter dir zu lassen. Es ist kein schweres Gefilde, was du nicht überbrücken kannst, sondern es ist einfach wirklich dieses Selbstbestimmte, ja, und da drückt auch dein Unterbewusstsein an, weil irgendwie kommt dieses, ich weiß, dass Zeit dazu ist, ja, ja, hier in die Handlung zu gehen, loyal dir gegenüber wirklich deine Schritte zu gehen und die Dinge, die du nicht mehr machst, loszulassen. Und dann kommt hier wirklich die Erfüllung, dann kommt hier wirklich etwas, was du erleben willst. Da kommen Geschenke, da kommen Neuigkeiten, da kommen Botschaften, da kommt eine Befreiung aus einem alten Zustand, wieder der Ende der Zyklus. Also das ist so wie der letzte Schritt. Du stehst vor einer geöffneten Türe und jetzt geht's darum, diesen Mut zu haben, durchzugehen. Ich freue mich mega natürlich, wenn du am 28. dabei bist, weil genau da kriegt man so einen Mut auch. Ja, da gibt man so einen, kriegt man so einen kleinen Anschubser, auch wenn man nicht mit mir im Mentoring drinnen ist oder in der Ausbildung, dass er aber auch schon so eine Community-Verbindungsoase, wo man Kraft schöpfen kann und nicht immer Kraft verliert und wo man schon auch Fokus gewinnt, weil ich möchte natürlich in meinen Kursen und in meinen Programmen schon Leute haben, die das schon wissen, die schon ihren Raum einnehmen und schon auch nach vorne schon ein Stück weit mittauchen und den Rest erledigen wir dann quasi in den Mentorings und gehen dort richtig tief beziehungsweise richtig hoch. Und erfahren der Lebenssinn. Also, sei gerne dabei. Unten in der Infobox hast du den Link kostenfrei registrieren. Und ich freue mich natürlich und sage danke dafür, dass du meinen Kanal abonnierst, dass du meine Videos kommentierst, teilst, likest, ja, dass du da einfach mich auch teilhaben lässt, dass ich auch sehe, ah ja, wo stehst du, wo bist du in deinem Leben? Und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns am 28. sehen und wünsche dir jetzt, lieber Fisch, ein wunderschönes Durchtauchen, ein wunderschönes Bewegen. Es muss nicht schwer sein, es darf auch leicht sein, wie getragen auf den Rücken eines Pferdes. Und genauso wie ich mich jetzt versprochen habe, habe ich dieses Gefühl bei dir. Es sind manchmal so Gedankengänge, die fließen so ein bisschen frei und das ist nur die kleine Korrektur, dass du schaust drauf, ah ja, da passiert was und sofort umkorrigierst und damit flutschst du, damit gehst du, damit traust du dich jetzt einfach und machst dieses Feld vor dir noch ein Stück mehr auf, weil du schon einen Schritt hineinwanderst. So. Bis dann, Papa.